Die globalen Seewege stellen das Rückgrat des Welthandels dar und sind zugleich eine hochsensible Infrastruktur. Ob Extremwetter, Havarie oder kriminelle Handlungen, bei potenziellen Gefahren auf See ist es unerlässlich, schnell einen Überblick zu gewinnen. Hier könnten unbemannte Luftfahrzeuge, die direkt von einem Schiff aus starten, in Zukunft einen großen Beitrag leisten. Im Projekt MARPAS forscht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen mit der Bundespolizei See seit 2016 an den Einsatzmöglichkeiten und Bedingungen für unbemannte Flugzeuge auf See. Ein solches System sicher fliegen und insbesondere auch wieder landen zu lassen, ist bereits an Land anspruchsvoll. Im maritimen Bereich ist der Vorgang durch Seegang, Wind und Wetter nochmals deutlich komplexer. In dem Projekt wurde der unbemannte DLR-Hubschrauber Super Artis an seiner Unterseite mit einer neuartigen Landevorrichtung aus Seilwinde und Elektromagnet ausgestattet. Dieser hält den Hubschrauber zunächst auf dem Helideck des Schiffes. Für den Start hebt der Super Artis zunächst verbunden mit dem Schiff ab, löst dann die Magnetverbindung und zieht zuletzt das Seil mit den Magneten ein. Bei den mehrtägigen Flugversuchen 2018 in Rostock-Warnemünde testeten die Forscher die entwickelte Start- und Landetechnologie für maritime Einsätze. Dabei wurde der Super Artis über eine Bodenkontrollstation des DLR aus der Ferne gesteuert. Ein Antennensystem auf dem Schiff ermöglichte eine präzise, relative Navigation des Hubschraubers. Eine besondere Herausforderung stellen präzise Landungen dar. Luftverwirbelungen über dem Schiff, plötzlich auftretende Böen und die Eigenbewegungen des Schiffes erschweren Landungen erheblich. Mittels der neu entwickelten Landevorrichtung lässt der Helikopter das Seil über eine Winde zum Schiffsdeck ab. Dort wird das Seil magnetisch fixiert, sodass es automatisiert eingeholt werden kann und sich der Hubschrauber präzise zum Schiffsdeck geleitet. Auch das jederzeit mögliche manuelle Eingreifen der Crew bei der Fixierung wurde bei den Versuchen demonstriert. Also die Demonstration war ein Erfolg. Wir sind gefesselt, nennen wir das, also mit dem Seillandesystem gestartet, sind mit dem Helikopter eine Runde über den Hafen geflogen, sind präzise wieder auf das Helikopterlandedeck angeflogen und sind mit der Seillandetechnik auf dem Helikopterdeck gelandet. Das DLR hat in dem Projekt eine präzise Navigations- und Flugregelungstechnik für unbemannte Luftfahrzeuge auf See umgesetzt. Die abschließenden Flugversuche zeigten erfolgreich das Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten. Schiffsplattform, Fluggerät mit Seilwinde und Bodenstation unter realitätsnahen Bedingungen.